Wir schauen jetzt mal die Internetfunktionen des LG GM205 etwas genauer an. Und das GM205 geht mit Edge-Geschwindigkeit ins Internet. Das heißt, das wird wahrscheinlich nicht ganz so schnell vonstatten gehen. Ich gehe jetzt hier auf das Menü und wähle hier den Browser aus und habe jetzt zum Beispiel hier die Möglichkeit, auf die Startseite zu gehen. Ich kann hier direkt zu Yahoo gehen. Ich kann hier Lesezeichen verwalten. Dann kann ich hier einfach eine Adresse eingeben. Und wir wollen natürlich gleich nochmal die Seite von Handy MC besuchen. Vorher schaue ich aber nochmal hier in das Menü. Und da kann ich hier nochmal den Verlauf einstellen. Habe dann hier die Möglichkeit, auf gespeicherte Seiten zurückzugreifen. Und hier habe ich nochmal genauere Einstellungen. Da kann ich jetzt zum Beispiel hier mein Dateikonto einrichten. Rendering-Modus habe ich hier die Möglichkeit, den Cache kann ich einstellen oder leeren. Cookies, hier habe ich Zertifikate, die Bilder kann ich anzeigen oder ausschalten. Hier habe ich dann nochmal Script. So, und wir machen das jetzt einfach mal hier über die Adresse eingeben. Und ich gehe mal hier auf die Seite von HandyMC und er lädt die Seite. So, und man sieht jetzt hier zum Beispiel, öffnen 4 von 13. Das heißt, jetzt schauen wir mal, wie lange der dafür braucht, diese 13 Optionen zu öffnen. Ja, wir hatten jetzt ein kleines Problem. Und zwar konnte die Seite von handymc.de auf dem Handy nicht geöffnet werden, weil angeblich der Inhalt zu groß ist. Ich habe das jetzt schon mal versucht, indem ich zum Beispiel die Bilder ausgestellt habe und das Ganze auch ein bisschen komprimiert habe. Aber leider müssen wir uns hier kurz eine andere Seite anschauen. Ich habe jetzt hier einfach mal eine neutrale Seite von Heise genommen. Man sieht hier, auch hier habe ich jetzt die Bilder ausgestellt, damit er das einfach auch ein bisschen schneller und ein bisschen einfacher öffnen kann. Ich kann mich jetzt hier über diese Navigationstaste auf der Seite bewegen und habe jetzt hier noch, zum Beispiel nochmal andere Optionen. Ich kann das hier verbinden, ich kann hier wieder eine Adresse eingeben, ich kann jetzt die geöffnete Seite als Lesezeichen speichern. Kann hier allgemein auf meine Lesezeichen zugreifen, habe hier nochmal über die Navigation, dass ich das Ganze neu laden kann, kann hier auf die Startseite zugreifen, URL senden, Verlauf, speichern und eine neue Nachricht senden und habe dann hier nochmal Einstellungen wie zum Beispiel den Rendering-Modus, den Cache kann ich hier zum Beispiel leeren, Cookies kann ich hier löschen oder erlauben. Zertifikate kann ich mir anzeigen lassen und hier kann ich dann die Bilder ein- oder ausstellen. Wie ihr seht, ich bin jetzt auf ausgestellt und auch hier habe ich nochmal die Möglichkeit, das Skript einzustellen. Ja, das war das LG GM205 mit der Internetfunktion. Wer wirklich richtig viel im Internet surft und es gerne macht, für den ist es wahrscheinlich hier keine Option. Allerdings, um mal kurz vielleicht irgendwas zu überprüfen oder etwas nachzuschauen, damit sollte es wahrscheinlich ausreichen.